Jetzt erleben Sie noch ein bisschen was über wirtschaftliche Rinderzucht, den Einsatz richtig guter Bullen. Reuter, vom Vorost gezogen, mit Fersen aus dem Testeinsatz. Eine Premiere für diese Töchter, denn erstmalig können wir sie hier vor breitem Publikum zeigen, und das passt zu seinem ersten töchterbasierten Zuchtwert, der jetzt rausgekommen ist. Und er ist doch recht komplett. Mit Romare Spy Capri vereint Reuter relativ seltenes Blut. Und er gehört damit zu den komplettesten Romare-Söhnen. Das können Sie an seinem Zuchtwert sehr gut sehen, wie ausgeglichen er ist. Auf der Mutterseite befindet sich eine deutsche Kuhfamilie, die schon mehrfach über positive Söhne auf sich aufmerksam gemacht hat. Wir haben den Iringa-Kuhstamm davor, ein alter Kuhstamm in der Wesermarsch gezogen. Blankenfurt Mudjaring steht davor. Da sind viele interessante Bullen rausgekommen, Rumbiank, Elonco, da seien nur einige hier am Rande erwähnt. Und diese Genetik setzt sich hier, glaube ich, sehr, sehr gut in Szene, Frau Dr. Otto. Ich habe mir die Tiere mal genau angeguckt und ich würde sagen, diese Damen haben sich extra schick für sie gemacht. Sie haben das kleine Schwarze aus ihrem Stallkoffer rausgeholt. Die dritte von ihnen, sagen sie mal, okay, sie steht nicht ganz richtig bei mir, ich habe es vielleicht nicht gesehen. Doch, ich habe es gesehen. Diese Dame hat das ganz knappe Schwarze angezogen, extra für sie. Und Schmuck angelegt, würde ich sagen. Gucken sich diese Tiere an. Harmonische Übergänge bei einer festen Oberlinie. Passend gelagerte Becken, diese garantieren dann eben auch eine problemlose Abkalbung. Und Sie sehen gerade, ein Tier dreht sich gerade wunderschön zu Ihnen. Aber diese Tiere stehen auch so, dass ich gehe mal ein bisschen weg, damit die anderen hier an der Seite auch gleich das tolle Euter sehen können. Es sind drüsige Euter mit einem starken Zentralband. Diese Tiere stehen so, dass jeder von Ihnen das sehen kann. Und wollen Sie eigentlich weiter da laufen? Kommen Sie doch mal hierher, gucken Sie sich die Reuter-Nachzuchten an. Das ist wirklich etwas zum Sehen. Sehr gute, melkbare Produktionsreuter können Sie hier bei den Reuter-Töchtern sehen. Ja, auch bei den Landwirten kommt so ein Bulle an. Auch wenn er dann noch hochpositiv im Eiweiß ist, so wie es Reuter schafft, dann sind diese Bullen begehrt, dann läuft der Einsatz. Und ich bin auch überzeugt von diesen Tieren, die sehr stark im Reuterband sind, eine schöne Strichlänge auch haben, Frau Dr. Otto. Das ist auch noch ja ganz wichtig. Wir wissen ja heute, dass wir doch öfter mal Tiere haben, die schon zu kurzen Strichen neigen. Und in einigen Melksystemen passt das gar nicht mehr so gut. Auch die automatischen, die Roboter zähle ich dazu. Das ist sicherlich ein Bulle, der aufgrund der Strichlänge auch und schlechter Platzierung trotz dieses starken Reuterbandes sicherlich der robotergeeigte Typ ist, der hier vererbt. Er ist für leichte Melkarbeit da. Sie sehen es hier, die erste Kuh, die kommt aus der Produktion, die Schwanzquaste ist abrasiert, so wie wir das brauchen, wenn wir im Kuhstall sind. Wir sind ja auch nur ein, zwei Tage mal auf der Schau. Wenn wir das kleine Schwarze anlegen, Frau Dr. Otto, dann ist das nur übergangsweise. Wenn man darunter noch ein bisschen was Schwarzes unter den Fingernägeln sieht, weil wir immer arbeiten, ist das auch nicht so dramatisch. Deswegen kommt diese Kuh gar nicht erst mit so einer Schwanzquaste daher. Ich wollte nur noch eben anmerken, dass die Reuters wirklich überzeugen. Er passte auf Fersen, er ist outcross, das muss man auch mal sagen. Die Blutführung wird nicht zu eng, wenn sie hier über Romare, Spy, Capri kommen. Da sind Namen, die nicht so geläufig sind in der Holsteinzucht. Und da lässt es ihnen Luft mal in Anpaarung bei dem ganzen Goldwyn, Schottel, Omen, Durham, was sie haben, um hier wieder eine passende Anpaarung zu machen. Ich denke, wir haben eins noch zu sagen, Reuter ist mit im Angebot. Gehen Sie gleich auf die Stände, sichern Sie sich Sperma zu 15 Euro, nur hier und heute auf der Eurotier. Dann haben wir noch zu sagen, ja, den Sponsor, den sehen wir gleich. Ich würde erstmal sagen, hier, bevor die Tiere abgehen, Reuters, das sind Tiere, die auf ihre Besamungskarte gehören, der Reuter. Reuters machen ihren Job. Vielen Dank.